Ich bin El Stivo aus Old Halle. Mein Leben verlief nicht immer nach Plan. Keine Freunde, keine Familie, keinen Job, aber Abitur. Was läuft hier noch falsch? Ich hätte es so viel besser haben können. Ich habe die Schnauze voll. Ab jetzt wird sich alles für mich ändern. Ich bin auf dem Weg nach New Köthen. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, an Gleis 5 fährt ein der IC 235 aus Old Halle Richtung St. Magdeburg. Wir begrüßen Sie herzlich in New Köthen. Thanks for traveling with Deutsche Bahn. Mein Cousin Chuck erzählte mir, er hat einen Job in der Firma des größten Unternehmers in New Köthen, des Kingpin, dem die größte Schokoladenfabrik der Stadt gehört. Chuck sagte, er könne mir einen lukrativen Job im Schokoladenimperium verschaffen. Das ist also New Köthen. Sieht ja zuckersüß aus. Ja, Mann, das ist New Köthen. Hier bin ich aufgewachsen. Und hier habe ich auch meinen ersten Schokohasen vernascht. Und meinen ersten Puderzucker geschnüffelt. Seitdem der Kingpin hier seine Smarties verkauft, blüht die City richtig auf. Ein Paradies für Schokoladenbäcker und Zahnärzte. In Old Halle gab es keine Süßigkeiten. Wir haben uns jeden Tag Kartoffelsuppe in die Venen gespritzt. Das war kein Zuckerschlecken. Apropos Zucker, willst du auch was von meinem guten Zeug? Erstklassig raffiniert. Mann! Lass mal stecken. Ich will doch nicht gepudert beim Kingpin erscheinen. Alles klar, Cousin. Wir sind jetzt am Hauptquartier. Los geht's! Hey, Cupcakes! Das ist also Chucks Wohnung. Was für ein Prachtbau. In Old Halle lebte ich 18 Jahre lang in einem Karton. Das ist meine Wohnung. Fühlt dich wie zu Hause. Bevor du zum Kingpin gehst, solltest du dich noch umziehen. Ich hab dir im Bad ein paar Klamotten hingelegt. Guck, was dir gefällt. Ich sehe es nicht mehr ein, mit eurem Scheiß mich rumzuschlagen. Ich sehe es nicht mehr ein. Bevor wir zum Kingpin gehen, muss ich dir noch den Gangsteranschlag beibringen. Super, du hast den Gangsteranschlag gelernt. So, Cousin, bevor wir zum Kingpin gehen, brauchst du noch ein Geschenk für ihn.
Aber denk dran, so vorsichtig wie ein Neapolitaner am Pinkelbecken zu sein. Stell dich am besten auf Zehenspitzen. Du bist nun auf dich allein gestellt. Das ist also das Hauptquartier von Kingpin. Ganz schöner Prachtbau. Aber ich frage mich trotzdem, was in dem Beutel ist. Es fühlt sich an wie eine übergroße Star Wars-Statue von Darth Malgus mit ansteckbarem Lichtschwert. Aber das kann nicht sein. Was ist das denn für ein Fruchtzwerg? Bestimmt der hochstudierte Facility Manager des Unternehmens. Oh mein geliebter Han Solo, was denkst du, wie heute die Chancen stehen, dass ich dich auspacken werde? Oh, erzähl du mir nicht, wie meine Chancen stehen. Du musst El Stivo sein. Wenn du deine Reise weiter fortsetzen willst, solltest du wissen, dass er mich niemals bei der Arbeit stört. Und mich niemals im Satz unterbrichst. Chuck spricht in höchsten Tönen von dir. Aber für mich siehst du nur aus wie ein Milchbauer aus Berlin. Nenn mir nur einen Grund, warum du nützlich für mich sein könntest. Diesen hier. Du verdammter Windbeutel. Du hast sie aus der Urinalverpackung genommen. Das wollte ich machen. Feridolf! Du kannst deinen Fehler wieder gut machen. Es gibt einen Schmutzfleck in New Köthen, der dringend gereinigt werden muss. Ein mieser kleiner Schokoladendealer will mir mein Schokoladengeschäft verderben. Er verhökert Schokolade zu Tiefstpreisen. Das kann ich in meiner Stadt nicht tolerieren. Ich würde mich freuen, wenn du ihm einen kleinen Besuch abstatten könntest. Nimm ihm das Zeug ab und verkauf es als unser eigenes. Feridolf wird dich begleiten. Kein Problem, Boss. El Stivo, wir nehmen meinen Opel Tigra. Oh, ist das da ein Blaster in deiner Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Du haben gesehen, was passiert mit Leuten, die bescheißen Kingpin. Du besser machen Job ordentlich oder ich dir geben Diabetes. Ah, weitere Kunden des Königs der Schokolade. Wie kann ich euch helfen? Ich habe alles da, ich kann alles besorgen. Lakritzstangen, Gummibärchen. Schluss jetzt, du Lakritzstange. El Stivo, du musst deine Schulden begleichen. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Verkaufe den Mist und komm zurück zu Kingpin. Und beeil dich. Thank you.
Bevor ich jetzt wieder zum Kingpin gehe, muss ich erstmal was futtern. Ah, Estivo, freut mich, dass du endlich mal angeklopft hast. Warum hast du so lange gebraucht? Wo ist mein Geld? Gib mir endlich die Kohle, verdammt nochmal! Tut mir leid, die Zigarette war zu lang und ich kann es mir einfach nicht leisten, ganze Kippen wegzuschmeißen. Na endlich! Ah, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich habe erst mal genug für heute und werde nach Hause gehen. Chuck wartet sicher schon mit einer heißen Schokolade auf mich. Ab heute erhältlich die neuen Chuck Burger mit Schokodip. Nur 2,90 Euro bei Kingpin Burger. Oh mein Gott, sie haben Chuck getötet. Ihr Schweine! Ey, bist du nicht Hallornübel, der Schokoladendealer? Nein, ich bin sein Bruder Autoklackerhübel. Na, Bro, was möchtest du kaufen? Sehr große Auswahl, Bro. Ich nehme einmal alles. Machowski, Schutzgeld ist fällig. Oh Gott, du verdammtes russisches Brot. Aus dir mache ich Schweizer Käse. Was du machen? Ich nix schuld, ich nix sprechen Deutsch. Requiescat, in pace, Bro! Endlich, 100.000 Punkte bei Tetris. Du verdammter Lutscher, was hast du getan? Ich mache die ganze Drecksarbeit für dich, drücke die Knete an dich ab und du verarbeitest Chuck zu Burgern. Hast du noch ein paar letzte Worte? Ich glaube, du verstehst da was falsch. Chuck ist jetzt stellvertretender Geschäftsführer von Kingpin Burger. Aber ich war doch in deiner Wohnung, die war total verwüstet. Zuckermann! Oh, ich habe eine kleine Privatparty geschmissen. War der Hammer.
Boah! 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 Ey! Boah! 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 Hat eigentlich jemand was von Feridov gehört? Ich habe ihn seit einer ganzen Weile nicht mehr gesehen. Nein. Du hast trotzdem deine letzte Lakritzstange gelutscht. Ich habe endgültig genug von dir. Chuck, mach diesen KitKat-Junkie fertig. Ist die Ruhe! Verdammt, das lief ja wirklich prima. Aber sag mal, warum hast du mich nicht umgebracht, als der Kingpin das befahl? Ach, Cousin, Blut ist immer dicker als Schokoladensauce. Meine Damen und Herren, an Gleis 3 für eine IC276 aus Leipzig City Richtung Westdessau. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt, thanks for traveling with Deutsche Bahn. Nach dem Tod des Kingpins zerlief sein Imperium wie ein Schokoladenweihnachtsmann in der Sonne. Ich bin LSD-Wo aus Oldhalle. Mein Leben verläuft immer noch nicht nach Plan, aber ich hab die Schnauze voll. Ab jetzt wird sich alles für mich ändern. Ich habe einen Cousin in Los Deso. Mal sehen, was die Stadt an Süßigkeiten zu bieten hat.